Wer sich schon mal mit den höchsten Bergen der Welt beschäftigt hat, wird auch auf einen Berg gestoßen sein, der mit den höchsten der Welt eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Trotzdem kennt man ihn, den Berg, der ganz ohne Höhenrekorde jedem Himalaya-Kenner im Gedächtnis bleibt. Die Amadablam. Ein Berg, der durch seine Bedeutung, seine Geschichte und auch die Verbindung zum westlichen Alpinismus, gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch ganz international, mit berühmten Bergsteigern aus der ganzen Welt ein wichtiger Fixstern im Alpinismus ist. Die Amadablam ist höhentechnisch in Nepal eigentlich eine Unscheinbarkeit. 6.814 Meter ist sie hoch und teilt sich damit die Liste der 6.000er mit vielen hunderten weiteren Gipfeln in diesem Höhenbereich. Ihre Höhe kann es also nicht sein, die sie so besonders macht. Vielleicht aber ist es ja schon viel eher die Form, denn nicht ohne Grund wird die Amadablam auch das Matterhorn Nepals genannt. Wenn man sich die Form der Annapurna ansieht, merkt man gleich, dass sie abschreckend ist, aber vor allem vollkommen freistehend. Anders als die naheliegenden Berge Everest und Co. muss sich die Amadablam ihren Aufbau mit keinen weiteren Gipfeln teilen. Dadurch und durch die Tatsache, dass sämtliche Wände der Amadablam steil abfallen sind, ergibt sich ein beeindruckendes, einschüchterndes Bild von ihr. Aber wo liegt sie genau? Im Nordosten Nepals erstreckt sich das Khumbu-Tal. Hier finden sich faszinierende Orte wie das Kloster in Thengboche, der große Stützpunkt für Trekker und Bergsteiger in Namche Bazaar und vor allem aber die vielen Dörfer und Städte der wichtigsten Bevölkerung im Khumbu, den Sherpas. Hier ist nämlich der eigentliche Wohnort und die tatsächliche Herkunft der jener Menschen, die auf all den Expeditionen in Ost-Nepal Lasten tragen, Leitern aufstellen und Camps errichten. Im Khumbu haben sich die Sherpas erstmals vor rund 300 Jahren niedergelassen und kamen eigentlich aus Tibet. Schaut man das Tal weiter nach Norden in Richtung Everest, dann kommt man nicht um die Amadablam herum. Sie baut sich mächtig im immer weiter ansteigenden Gelände des Khumbu-Tals auf. Amadablam heißt übersetzt Mutter und ihre Halskette, manchmal auch Dekolleté der Mutter genannt. Daher ist ihr Name auch, wie nur wenige Berge, weiblich und gilt unter den Nepalesen als einer der streng heiligen Berge. Verboten sind die Aufstiege auf die Amadablam jedoch nicht. Zumindest sollten sie nicht verboten sein. Dass das jedoch manchmal durch Missverständnisse und fehlende Vorbereitung auch ganz anders laufen kann, dazu gleich nochmal mehr. Denn die Geschichte der Amadablam sollten wir von vorn aufrollen, im Jahr 1958. Bis zu diesem Zeitpunkt war Nepal für westliche Bergsteiger quasi ein Mysterium. Bis heute ist nicht offiziell bekannt, ob bis zu diesem Zeitpunkt schon mal ein Mensch auf der Amadablam stand. Wahrscheinlich ist es aber angesichts ihrer Schwierigkeit eher nicht. 1958 erreichten die beiden Bergsteiger John Cunningham und Giuseppe Pirovano bei der Gregory-Expedition eine stolze Höhe von 6.100 Metern. Und das beim ersten dokumentierten Versuch, ohne zuvor nähere Informationen über den Berg gehabt zu haben. Ihr Weg war der Südwestgrat und Zufall war das keiner. Denn wenn man sich den logischen Weg durch das Khumbu ansieht, dann ist der kürzeste Weg zur Amadablam der Zugang von Südwesten kommend. Hier verläuft der Weg zum Everest Base Camp und all den anderen beliebten Berg- und Wanderrouten. Sie entschieden sich damals also schlichtweg für den erstbesten Weg, den sie sich vorstellen konnten, und den kürzesten Zustieg. Außerdem bot das Basislager ausreichend Platz und einen vergleichsweise guten Zugang vom Hauptweg aus, sodass Materialtransporte stets recht einfach zu organisieren waren. Doch dass der Südwestgrat selbst alles andere als einfach ist, das haben die beiden Bergsteiger bereits auf 6.100 Metern, also nach 1.500 Höhenmetern, festgestellt. Ein anderes Team probierte es ein Jahr später über den Nordgrat, verunglückten aber 300 Meter unter dem Gipfel. So zog der Berg erstmals Aufmerksamkeit unter den absoluten Schwergewichtern des Himalaya-Alpinismus auf sich. Edmund Hillary und sein Expeditionsteam waren für eine Forschungsexpedition in der Region. Doch die Bedingungen waren zu der Zeit im Khumbu ausgesprochen gut. Hillary wollte sich diese Chance nicht entgehen lassen und schickte deshalb einen Teil seines Teams einfach los zum Südwestgrat. Mike Gill, Barry Bishop und Michael Ward schafften es am 13. März 1961 über eben jenen Grat auf den Gipfel der Amadablam, als die ersten Menschen überhaupt. Große Schlagzeilen machte diese Expedition dadurch jedenfalls. Aber gar nicht so sehr, weil Hillary involviert war oder weil der Südwestgrat eine der bedeutendsten Leistungen des Alpinismus war. Nein, vielmehr deshalb, weil die Aktion der Hillary-Expedition höchst illegal war.
tatsächlich im vollen Wissen von Edmund Hillary. Denn Expeditionen auf diese Berge benötigten stets eine Genehmigung von der Regierung. Und was sich für uns jetzt wie ein Bagatelldelikt anhören mag, ist in Nepal ein schweres Verbrechen, welches mit nepalesischem Gefängnis bestraft werden kann. Hillary riskierte als Verantwortlicher seinen Kopf, um bei einem idealen Zeitfenster die Amadablam erstmals bestiegen zu sehen, ganz ohne selbst oben gestanden zu sein. Doch Hillary hatte vergleichsweise Glück. Seine Bekanntheit durch den Everest half ihm tatsächlich aus der Patsche letztlich. Er kam mit einer hohen Geldstrafe davon und das nur, weil er beste Beziehungen zum nepalesischen Staat hatte. Die Expeditionsteilnehmer wurden aus dem Gewahrsam der Staatsgewalt entlassen und die Besteigung letztlich tatsächlich sogar als offizielle Erstbesteigung der Amadablam anerkannt. Es ist die bis heute berühmteste illegale Erstbesteigung eines Berges weltweit. Und dabei blieb es dann lange Zeit auch. Erst 1979 gewährte die nepalesische Regierung erstmals wieder Zutritt zum Berg. In diesem Jahr gelangen gleich zwei äußerst große Meilensteine auf der Amadablam. Zum einen die Besteigung durch Jeff Lowe. Er schaffte es, eine Route durch die äußerst aggressiv erscheinende Südwand zu finden. Völlig solo. Jeff Lowe gilt deshalb zu Recht als einer der wichtigsten Alpinisten in der Geschichte des amerikanischen Alpinismus. Zum anderen gab es im gleichen Jahr noch die Besteigung des Nordgrats durch eine französische Expedition. Hier war nicht klar, was die Bergsteiger erwarten würde. Schließlich endete der einzige Versuch bisher damit, dass die Bergsteiger am Berg verschollen und nie wieder gefunden wurden. Doch der Nordgrat gelang. Hingegen zur gleichen Zeit, auch 1979, auch Misserfolge Teil der Amadablam wurden. Eine Expedition rund um Peter Hillary, den Sohn des Mount Everest-Erstbesteigers Sir Edmund Hillary, kam beim Versuch, die Westwand zu durchsteigen, in Not. Der Teilnehmer Ken Hislop wurde von einem Eisstück, abgebrochen von einem gewaltigen Serac, getroffen und davon getötet. Schnell wurde klar, dass die Expedition nun in der Patsche sitzt. Glücklicherweise war eine andere Expedition mit äußerst professionellen Bergsteigern sehr nahe. Reinhold Messner, Oswald Oelz und Wolfgang Nerz machten sich vom Basislager des Berges auf zu den verunglückten Kollegen. Für Hislop war es zu spät, doch den anderen Teilnehmern retteten die Südtiroler vermutlich mit ihrer Rettungsaktion sogar das Leben. Dadurch war die Expedition letzterer zu Ende. Die Energie und das Material gingen dem Team durch die Rettungsaktion aus. Enttäuscht waren sie dafür aber nur bedingt, da das Ende schließlich einen höheren Sinn hatte. Ein Jahr später scheiterte erneut ein Versuch, die Westwand zu durchsteigen. Bis 2001 dauerte es letztlich, bis alle Grate der Amadablam bestiegen werden konnten. Die Amadablam gilt bis heute als einer der schwersten 6000er im Khumbu und selbstverständlich als einer der beeindruckendsten. Von unten als auch von oben. Der schönste Berg der Welt, sagen letztlich viele. Der Normalweg fordert im Schwierigkeitsgrad TD und Klettern im fünften Grad mit teilweiser fixer Unterstützung nur bedingt große Hürden. Auf dem Papier. Denn die ständige Exposition und vor allem die Höhe machen das subjektive Empfinden zu einem echten Abenteuer. Und die schwersten Wege auf die Amadablam, die sind wohl bis heute noch ein Mysterium. Denn bis heute werden immer wieder neue Linien auf die Amadablam gefunden und immer wieder Überraschungen und herausragende Alpinisten hervorgebracht. So steht die Amadablam am Ende des Tages mächtig, eindrucksvoll, alleinstehend und anziehend im Khumbu und kann, obgleich 2500 Metern Höhenunterschied, dem Mount Everest fast den Rang ablaufen. Wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, wisst ihr Bescheid, dass ihr mich für dieses Format unterstützen könnt. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet oder auch in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr sehr coole, faire, nachhaltige und tierfreundliche Alpaka-Produkte für die Berge im Alpenacademy-Online-Shop. alpenacademy.at/shop. Schaut auch da gerne mal rein. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Nein, Moment. Stopp. Eine Sache habe ich noch. Nächste Woche fällt Berge im Porträt ausnahmsweise am Donnerstag einmal aus. Erst in 2 Wochen am Donnerstag sehen wir uns wieder mit einer neuen Folge Berge im Porträt. Ich kann an dieser Stelle auch schon mal spoilern für alle Leute, die jetzt noch immer dran sind. Es geht um die Marmolada. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!